was Österreich erfolgreich macht. Wir sprechen heute mit Jungunternehmern und Politikexperten. Was kann die Politik von jungen, innovativen Startups, wie wir sie hier finden, lernen? Ja, also ich glaube, innovativ ist schon gefallen. In der Politik ist es, glaube ich, sehr problematisch, dass wir oft noch viel weiter hinten nach sind, als es auf die Gesellschaft schon ist, als es die Wirtschaft sind und viele andere Bereiche. Ich glaube, was Startups auszeichnet, ist dieser Mut, manchmal eben auch ein Risiko einzugehen, diese Bodenständigkeit, die viele einfach auch mitbringen und auch diese Begeisterung und diese Leidenschaft. Und ich glaube, das ist das, was wir einfach auch stärker wieder in die Politik verknüpfen müssen. Du hast jetzt eine neue Aufgabe als Generalsekretärin der Volkspartei. Wie wirst du deine Aufgabe auslegen? Was sind deine großen Ziele, was du erreichen möchtest? Ja, also ich glaube, ich bin jemand, der über viele Jahre schon gezeigt hat, dass mir Themen sehr am Herzen liegen, dass mir Veränderung auch sehr am Herzen liegt, dass ich grundsätzlich ein unglaublich positiver Mensch bin und einfach wirklich auch gestalten will und verändern will. Und das ist auch mein Anspruch an meine Arbeit und an meine Art, Politik zu machen in der Volkspartei. Und ich glaube, dass das mit Sebastian Kurz jetzt wirklich eine großartige Chance ist, das auch für Österreich eben umzusetzen und nach diesen Wahlen vielleicht auch wirklich als Nummer eins hervorzugehen. Welchen Wunsch hättest du an die Politik, was sie für junge Unternehmerinnen und Unternehmer machen sollte? Mir fallen im Grunde genommen zwei Themen ein. Das erste Thema ist Technologie. Ich würde mir wünschen, dass wirklich flächendeckend grundsätzlich die infrastrukturellen Notwendigkeiten getroffen werden, gegeben werden, damit sich Unternehmen auf der technologischen Ebene perfekt entwickeln können. Das bedeutet, dass wir wirklich für Startups, aber im Bereich der neuen Technologien, Digitalisierung, Infrastruktur wirklich investieren müssen und sicherstellen wollen, dass wir nicht unbedingt immer den Kollegen aus Asien und Nordamerika in den Rücken schauen. Und die zweite Sache ist das Know-how. Es ist ein Jammer, wenn wir viele darüber reden, dass wir nicht genug Talent, nicht genug Know-how, nicht genug Skills unter den jungen Leuten bei uns haben. Wir sehen was anderes. Wir sehen, dass die Leute irgendwie von 18 bis 24 wirklich tolle Interessen mitbringen, tolle Kreativität und tolles Know-how schon besitzen. Wir müssen in diese Menschen investieren. Wir müssen in die Fähigkeiten, in die Berufsbilder von morgen investieren, damit wir auch hier nicht irgendwie in Fernostasien und Co. Uns bedienen müssen. Türkis als neue Farbe der Volkspartei, war das deine Idee? Nicht direkt meine Idee, aber Türkis ist die Farbe der Gestaltungskraft und passt insofern sehr gut zu unserer Bewegung. Wir haben heute gesehen, Aufbruchstimmung gibt es nicht nur in der politischen Landschaft in Österreich, sondern auch im Unternehmertum.